wo ich denke, dass er ist. Würde eigentlich auch keinen Sinn machen, wenn er dort wäre, oder? Oh nö, oh nö, oh nö! Ich kann mir denken, wo der ist. Oh, ist das gemein. Du bist so fies. Ah, du bist so fies. Habe ich recht oder habe ich recht? Mal gucken. Ein Habichtrecht. Ein Habichtrecht? Nein, ich habe nicht recht, wie es aussieht, aber wo soll denn der Stern dann sonst sein? Drüber? Moment, das muss ich jetzt checken. Ich sehe da keinen. Doch. Guck mal von außen. Aha, da ist er. Okay, ich dachte erst, er wäre drunter unter diesem... unter dieser Plattform, die sich da dreht, aber er ist drüber. Ach, jetzt sehe ich ihn auch. So. Oh, ein neuer Stern. Ich krieg ihn nicht, krieg ihn nicht, krieg ihn nicht. Ein neuer Stern ist geboren. Ah, jetzt muss ich da auch noch irgendwie rankommen. Soll ich da auch wieder diese komische... dieses Fliegelding da nehmen, oder was? Ich mach's einfach. Ja, aber ich bin für alle Tipps dankbar. Na, nun ist zu spät. Aber wir sind trotzdem dankbar. Ob wir mehr fragen wollen, ja? Ja, gebt mir Fragen, fragt mich, was ihr wollt, bombardiert mich. Nur nicht mit Bomben. Ach ja, aber bitte mit Fragen und nicht mit irgendwas anderem. Das Schlimme ist, gerade der das gefragt hat mit den Fragen, der kann mir ja sowieso jederzeit jede Frage stellen, die er will. Ob ich antworte, ist natürlich eine andere Sache, aber... oh, bitte lass es funktionieren. Bam. Wie stehen wir zu Eichhörnchen? Ich sehe manchmal draußen welche vor meinem... also vor der Haustür. Also wenn ich unten aus dem Plattenbau rausgehe, da laufen da manchmal welche rum. Oder sogar kleine Häschen. Das ist voll süß. Ich wollte gerade nicht auf Ende gehen. Ups. Die Eichhörnchen, die aus Osten kommen, aus Asien, na? Die dunklen Eichhörnchen, die vertreiben unsere roten Eichhörnchen, weil die größer und stärker sind. Ah, schon wieder diese Frage. Oder eine solche Frage. Siehst du es im Chat? Ja. Ja. Ich hab's auch gelesen. Ja. Einfach ignorieren. Ich sag so viel. Wenn sie mag, gehören. Okay, wo will ich als nächstes weitermachen? Ich wollte ja eigentlich mal ein Wario holen. Ich habe jetzt... Dein Lieblingswitz. Mein Lieblingswitz. Ich finde das auch immer schön, wie derjenige, der da immer diese Brustfragen stellt, zur Sau gemacht wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da gehe ich jetzt mal rein. Und ich muss mal gerade was gucken. Mir kommt das immer so vor, als würde mein Handy dauernd... Ja, kennst du dieses Phantomklingeln, was man schon mal hört? Ja, nee, mein Handy ist immer auf lautlos. Also wenn ich Phantomklingeln höre, dann weiß ich, dass es nicht echt ist. Oh, Phantom vibrieren, gibt's das auch? Oh, ich habe nämlich Marc mal geschrieben, das ist ja das Schöne. Wir hatten ja mal dieses Gespräch mit... Moment, ich muss das mal wieder ein bisschen dunkler stellen. Wir hatten das Gespräch gestern ja gleich zum Anfang des Streams. Moment. Ich versuche das mal, dass das scharf wird. Oh, schwierig. Ja, es ist noch nicht. Da. Du, meine Zuschauer, wollen Erotikbilder von uns beiden. Aber die haben wir doch nur für uns privat gemacht. Was gedenkst du nur zu tun? Herr Professor. Sorry, hab den Anruf mitgehört. Ups. Bin bei meinen Eltern. Das gehört nicht mehr dazu. Ich dachte... war nicht ersichtlich, tut mir leid. Nee, das wusste ich auch nicht. Ich habe das noch nicht gelesen gehabt. Gut, jetzt wissen wir es.
Nee, aber ja, was machen wir? Was sollen wir nun tun, Herr Professor? Die sind unsere. Das ist nicht John Cena, das ist Sparta! Ach, das Level war cool früher. Wer war cool? Das Level. Das Level, ja, das war cool. Also wenn man es kann, dann ist es kein Problem. Aber hier, das alleine schon ist fies. Dieser eine Part hier. Und hier wünsche ich mir echt ein 3DS und am besten, keine Ahnung, eine bessere Sprungphysik und alles und so, dass man nicht runterfallen kann oder so. Das wäre cool. Ja, das sind übrigens die Pilze aus Mario Party, die sich mal verschieben. Oh. So, hier sind noch ein paar rote Münzen. Also ich glaube, den Stern haben wir ganz schnell. Aber ja, das Level, das war auch nicht schwer oder so. Kannst du zerbrustbier? Ja. Mein Gott. Ich kenne da nur Milch von dort. Aber nicht Schwarzbier. Oh Gott, das Mensch. Oder ist das das, was bei Männern rauskommt? Oh. Probieren. Haben wir denn hier irgendwo welche? Männer oder Brüste? Ja, wie muss man die vor allem erst reintransplantieren? Also muss man Männer Frauenbrüste geben, damit die dann Bier produzieren? Oh Gott, das wird ein blödes Thema. Ist das traurig. So, ich habe jetzt übrigens alle 8 roten Münzen und weiß nicht genau, wo war denn jetzt der Stern dafür? Da unten. Da. Ich versuch's mal mit einem gut gezielten Sprung daneben. Soll ich's mal? Und der geht sogar drauf! Alter! Also, er ist nicht drauf gegangen, sondern er geht drauf auf den Pilz. Okay, hier entwickeln sich auch im Chat Running Gags. Das ist ja wirklich schlimm. Ja, du hast einen sehr großen pädagogischen Einfluss. Ein großer Berg. Das ist ein toller Name für ein Level. Ich sollte den Part so benennen, wenn ich das Video dann schneide. Ein großer Berg. Hallo. Nein, es ist kein kleiner Berg, es ist kein gigantischer Berg, es ist nur ein großer Berg. So, jetzt gehe ich hier mal ganz normal lang. Mehr muss ich nämlich nicht machen, um auf diesen großen Berg zu kommen. Ich muss nur nicht runterfallen. Und da ist ein Affe. Der könnte mir meine Mütze klauen, soweit ich das noch weiß. Ja, da war was. Richtig. Und jetzt stell dir mal vor, man würde Professor Layton hier steuern. Er würde seinen Hut klauen. Oh, dann. Dann klaut er ja den ganzen Professor Layton mit. Boah, da. Alter, bin ich groß. Boom! Ich box euch hier Kugeln. Was für ein Doping. Ja. Nur für die Haare. Ups. Boah. Oh, das gab jetzt gut Leben. Und hier auch noch. One up. So, okay. Jetzt muss ich auch noch da irgendwie versuchen rüberzukommen. Und es klappt sogar. Oh Gott, jetzt kommt Wind. Oh, hier gab es so eine Rutschbahn in dem Level. Stimmt, das war die zweite in dem Spiel. Diese geheime Rutschbahn in der... Ja, in dem Wasserfall. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Stern in Reichweite. In Sichtweite, möchte ich lieber sagen. Denn ich vertraue irgendwie der ganzen Sache nicht, bis ich ihn auch habe. Ich vertraue irgendwem.
Okay, vertrau mir. Irgendwas. An. So. Was ist das hier denn eigentlich noch? Hä? Aha! Ja, hab schon gedacht. So, ich will aber jetzt nicht. Was soll mir das noch bringen? Das Flügelding. Puh. Wie steht's zu Fanarts? Fanarts sind gut. Fanarts sind cool. Immer her damit. Ja. Oh oh! Der Hase hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Oh ja. Ja, oh ja. Oh ja. Wir sollten am besten natürlich den ganzen Weg bis zu diesem Stern so sprechen. Oder nur, wenn wir, also wenn wir diesen Stern so haben, dann sollten wir, solange wir nur so viele Sterne haben. Du weißt, was ich meine. Okay, Affenhöhle, Affenhöhle. Was ist jetzt mit der Affenhöhle? Na, das ist die Achselhöhle von dem Affen. Immer noch besser als die Brustwarze. So. Ich bin vorbeigegangen an der unsichtbaren Wand. Welche? Achso, nee, Moment, die kenne ich. Ja, doch. Stimmt. Jetzt gehe ich in die unsichtbare Wand. Wo es dann den nächsten Stern gibt. Falls das ein bisschen verschoben klingt, das liegt daran, dass mein Programm das so macht. Damit ich lippensynchron bin. Ja, da musste ich leider ein paar Millisekunden Verzögerung einstellen. Aber es dürfte nicht zu viel sein. So. Nein, du kriegst nicht meine Mütze. Hey, da ist ja noch ein Stern. Und den komme ich bestimmt auch irgendwie noch ran. Na, wahrscheinlich mit der Flugkappe. Oh, will ich erst... Oh, nein, 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 nein! Nein, das wollen wir nicht. Naja, will ich mir die Flugkappe holen und dann erstmal diesen einen Stern da holen? Aber nein, das kann ich auch einen anderen machen. Doch, das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass man so nach gut dünken entscheiden kann. Ja, das ist ja... Ja, das ist wirklich schön, dass man sich jetzt... Naja, nur bei manchen Sternen so richtig danach richten muss. Okay, jetzt muss ich wieder ganz bis hoch. Und diese Art von Mario gab es nach 64 ja nicht mehr, oder? Was? Danach? Diese Art von... Nee. Naja, war, es gab noch Super Mario Sunshine. Und Galaxy, ja, naja gut, das hatte das Ganze mit viel, viel mehr Leveln und weniger Sternen pro Level. Aber Galaxy war ja auch schon wieder irgendwie anders. Es war schon wieder anders, ja, ja. Aber Sunshine, ja, das, ich fand das war... Oh, Sunshine, nee. Stimmt. Das war eigentlich ein würdiger Nachfrage. Oh, ist das... Was ist denn das für eine Steuerung? Nein. Mann. So komme ich nie auf meine 80 Sterne. Jetzt aber. Komm schon. Das haut schon hin, keine Sorge. Ich hab keine Sorge. Ja, irgendwann habe ich schon mindestens 120 Sterne. Beziehungsweise ich bin ja schon kurz davor, dass ich Bowser 3 gegenübertreten könnte. Nein, 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 wehe, wehe, wehe. Oh, gut. Oh nein, hey! Ich dachte nicht, dass ich so weit fliegen würde. Oh, jetzt bin ich hier unten. Oh, ich bin heute wie ein Internet-Explorer. Du kannst den Sauwitz auch für deine LPs benutzen, ja. Ich glaube nicht. Ob das mal für irgendwelche Säue vorkommt, zweifle ich. Genau. Aber ja, also, aber vielleicht mit anderen Namen dann. Emmy, du Sau! Ja, wie gesagt, einer von unseren Leuten hier im Chat wird ja immer zur Sau gemacht. Ich frag mich warum. So, diesmal gehe ich hier erstmal... Oh, nö, 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 nö! Hier gehe ich ja erstmal wieder baden.
Warum heißen die Pilze Fliegenpilze, wenn sie nicht fliegen? Ja, so eine Verarsche. Genauso in Kochschinken ist gar kein Koch drin. Und in Lachsschinken auch kein Lachs. Ja, stimmt. Ich dachte immer, Lachsschinken wäre Lachs. Ich kenne wirklich welche, die dachten das wirklich immer. Ja, ich auch. Echt? Also ich kenne auch solche Leute. Ich würde nie und nimmer mich outen und sagen, dass ich auch so einer war. Okay, alles klar.